So. Bereite ich einmal kurz mal trinken vor. Danke, danke, danke. Nicht so viel. Es geht gleich sofort weiter. Ich mache mir hier gerade nur mein Trinken zurecht. Wenn man den Verschluss nicht mehr auf... Scheiße. Wenn man nicht mit dem Verschluss nicht mehr reinkriegt. Cola. 2, 3 Sekunden, dann geht's weiter. Jetzt. So. Also, rauf, 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 im schönen Gipfel rauf. Ich nehme mal an diesen Weg Richtung. Aber das ist jetzt noch nicht das Ende des Spiels, hoffe ich. Wenn ja, Das dann schrei Medaillon ich. vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. So, einen Fähigkeitspunkt erhalten. Plötze. Ja, Plötze sehen wir erstmal nicht. So. Ist die Frage. Glaube, ich hätte gerne erstmal das da mit drin. Das Gewicht brauchen wir gerade erstmal nicht. So. Okay. Alchemie können wir hier noch. Das können wir machen. Und das war's auch schon. Ganz toll. Springen wir mal da. Achso, hier einmal rüberspringen. Oh je. BTF? Berg voller Suchebusse. Die bleibt da sitzen. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Angst habe. Wow. Was jetzt, du Stück Dreck? Na komm. Das würde ich nicht machen.
Ja, das, also hat sich wenig gewundert. Der Aim kann. Ich weiß es gerade nicht. Denke mal nicht, oder? Oh. Oh. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Oh, Mist, steckt eine Keule da einfach unten im Boden. Ja, Mensch, das tut mir jetzt aber so leid. Hallo. Au. Au. Du musst dich einen auf Sauron machen. Tut dir nicht gut. Tat Sauron auch nicht gut. Nicht so ganz. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Das Feuer. Oh. Siehst leicht verbrannt aus. So, das muss gegen deine Falten machen. Ich habe da eine gute Anti-Falten-Creme. Und dann machen wir hier Burner. Sieht ja schlimmer aus als Anakin, aber wirklich. Das war jetzt aber noch nicht das Ende des Spiels, oder? Also ich weiß es nicht. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Okay. Dauert wohl doch noch. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Wo sind wir eigentlich gerade? Ah, hier. Hier haben wir noch einiges zu erledigen, ne? Würde ich mal so sagen. Ach ja. Wir haben heute in der Story schon mehr erlebt, als in allen Streams, die wir bisher hatten, zusammen. So, Armor speichern, bitte. Also, auf nach Novigrad? Oh, komm, auf nach Novigrad. Lass uns gehen. Gehen wir. Ich hoffe, zwischendurch darf ich dann noch wieder alleine was erledigen. Nicht, dass das jetzt hier ewig. Die Eiche ist tot. So weitergeht.
Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eicheln? Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Ja, stimmt. Wie ist das Blätter los? Na gut, eine Mumie lebt ja noch. Leider. Einer Mumie ist es ja noch vergönnt, weiterzuleben. Aber nicht mehr für lange. Eine Woche später. Wie viele Wochen sind jetzt vergangen? In der gesamten Zeit, die wir spielen. Ja, so friedlich aus. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Oh. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat... Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Oh, wir waren so ein bisschen unterwegs. Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Rittersport. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Die Rittersport möchte ich aber nicht essen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Außer uns noch jemand hier? Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Oho. Jennifer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Na, ich weiß nicht, dass ich denke. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Ja, deswegen sag ich ja. Ein Besuch bei Triss steht an. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich. Brauch ein paar gefragt. Minuten alleine mit Triss. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt: Benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als so ungewohnt, wieder Gwynblade genannt zu werden. Das war ja im ersten Teil, wurden wir ja durchgehend Gwynblade genannt. Ja, ich rede als erstes mit mit Triss. Ich denke mal, die wird hier auch irgendwo oben sein. Ja. Hallo, mein Schätzchen. Herrchen. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Ja. Zum Sabbat? Ja. Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Es war ihre Idee!
Komm schon, wir haben es gut überstanden. Im Gegensatz zu Imrit. Das stimmt. Das ist das einzig Beruhigende. Aber das ist keine Rechtfertigung. Ach komm. Weißt du, was alles hätte passieren können? Ja, ist er nicht. Aber ich hätte nie zugelassen, dass Ciri etwas passiert. Das weißt du. Mein Liebe. Ich finde sie toll. Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Natürlich. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Hattest du Erfolg mit der Loge? Das ist auch noch Maske, ja. Sieht nicht gut aus. Ida, das ist aber nicht Corona-konform, ne? Möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es bei uns. Und wir finden Philippa und Rita. Och. Das schaffen wir. Das werden wir. Wir müssen es. Ich werde besser schlafen, müssen nicht, wenn aber. Hier bei uns sind. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Welch schöner Fall. Aber wie gesagt, Fallout 76 steht doch nicht zur Auswahl. Erst New Vegas. Und das andere kommt dann irgendwann. Je nachdem, wie die nächsten Spielwünsche so aussehen. Weißt du, was Jen herausgefunden hat? Da musste sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Echt? Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Ich will nicht mehr so. Ja, alles gut. danke, dass du da warst und dir viel Erfolg morgen bei was auch immer. Schlaf schön, habt noch eine schöne Restwoche und vielleicht hört oder spürt man sich dann ja im nächsten Stream. Ich weiß ja nicht, ob du morgen Abend als Mod vielleicht dabei bist oder Freitag. Ich glaube, Freitag streame ich auch. Kannst mir dann ja schreiben. Ich mache auf jeden Fall noch ein bisschen. Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Loch Moin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Ich hab's mir gedacht. Dem Zauberer Arthur de Fliester. Philippa und ein früherer Lieb. Würde mich freuen, wenn du morgen als Mod dabei bist. Morgen fange ich ja... Ja, spät Nachmittagabend erst an. Also später als heute. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule. Kannst mir dann ja 17. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritiumband am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Sollte. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? Scheinbar. War wohl eher. Soltan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Soltan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen.
Er bedankte sich höflich bei Soltan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Ach, wieder die altbekannten Federn. Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hygromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Ich muss erst noch was erledigen. Können wir uns später dort treffen? Gut, am Brunnen vor der Passivierung. Ich hätte ja gern ein paar ruhige Minuten mit dir. Allein. Weißt du, in Witcher 1 wurde mir das aufgedrängt. So oft. Und jetzt? Nicht mein Händedruck. Nicht mein feuchter Händedruck. Weiber. Gut, ja, wir haben jede Menge Hauptquests auf jeden Fall zu erledigen. Wobei ich, ehrlich gesagt, mich erstmal wieder um die ganzen Nebenquests kümmern würde, wenn es okay ist. Weil letzte Vorbereitung klingt für mich nach... Ne? Nach, es geht zum Ende hin. Geht über Gedankenverbindung oder platonisch. nochmal? Was meinst du mit nochmal? Ach, stimmt, wir haben ja noch die Schatzsuchen-Dinger hier. Dass sie uns garantiert nichts mehr bringt. Achso, wegen der Quest meinst du? Dass ich mich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder um die Nebenquest und die Hauptquest kümmern möchte, wenn es niemanden stört. Da letzte Vorbereitung für mich halt klingt nach, es geht Richtung Ende des Hauptspiels. Und da ich das Ende heute noch nicht machen möchte, sondern wenn dann vielleicht erst morgen, wenn überhaupt, wenn es dann schon soweit sein sollte. Und wenn es überhaupt das Ende ist, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, ist ja mein erster Durchlauf. Deswegen würde ich mich jetzt gern erstmal wieder auf die Nebenquest konzentrieren. Ja, mach das nächste wichtig, dass du so spielst, wie du das möchtest. Würde ich auf jeden Fall machen, aber ich möchte euch da halt auch so ein bisschen mit einbeziehen. Nicht, dass es für euch halt zu langweilig ist, wenn ich da von A nach B nach C juckel. Und, ne? Es ist auf Dauer auch nicht so toll. Wie gesagt, das Einzige, was ich halt nicht machen werde, sind diese ganzen Gwent-Sachen. Die werde ich dann beim zweiten Spieldurchlauf machen. Wenn ich mich dann damit mal halt auseinandergesetzt habe. Weil... Ja. Und gut, ich weiß nicht, ob man nach dem Endkampf... Wobei doch, ich denke, nach dem Endkampf kann man sich dann, glaube ich, um die DLCs kümmern. Hoffe ich. Verbessert mich, wie gesagt, wenn ich falsch liege. Ich weiß es nicht. Wo ist das denn nochmal? Nein. Ah, das ist auch auf Skellige. Skellige und dann da hinten. Okay. Würde ich jetzt halt gerne das machen, was in Novigrad anfällt. Ja, wie gesagt, diese ganzen Gewinnsachen, die werde ich nicht schaffen. Das ist auch ein Skellige. Geht zu dem. Okay, das ist Kaer Morhen. Wählen. Sprich mit Bruno. Das könnten wir auf jeden Fall mal machen. Das ist auch gar nicht... Okay, es ist weit weg.
würde ich allerdings erstmal hier hinten hingehen und hier die Fragezeichen abklappern. Nein. Völlig falsche Richtung hier. Sagt alles andere. Was kostet die? Möchte ich erst einmal vermeiden. Wo gehst du hin? Ich geh weg. Ich bin alles so leid. Wo gehst du hin? Du, nicht zu danken. Immer wieder gern. Ich freue mich auch, wenn ich anderen damit eine Freude machen kann. Und wenn im Chat ein bisschen was los ist, freue ich mich immer. Also eigentlich habe vielmehr ich euch zu danken für den geilen Stream bisher. Weil es... Ja doch, so macht das Ganze echt jede Menge Spaß. Und man kann halt auch so gut über alles halt reden. Wie gesagt, ich bin da auch relativ offen. Und man kann auch gern hier im Stream sein Herz ausschütten. Also wie gesagt, ich habe da eher dir zu danken. Oder halt, wie gesagt, euch. Und ja. Weil ohne den einen oder anderen wäre das hier halt auch gar nicht möglich. Ich glaube, irgendwann, wenn ich halt gemerkt habe, okay, es juckt einfach keiner, die wahrscheinlich einfach ganz schnell wieder aufgehört. Und den Mut quasi dran verloren. Aber so macht es doch am meisten Spaß. Wenn es euch Spaß macht, wenn es mir Spaß macht. Ja. Jetzt habe ich auch noch irgendwas. Oh, ich hasse es. Wir haben eindeutig zu viele Tiere. So. Ach, das ist hier wieder so ein Schmugglerversteck. Ich ahne wieder Böses. Aber bisher... Nein. Geralt. Nein! Komm her. Geralt. Ganz brav. So. Ich lass sie, was ich da gerade... Was hatten wir denn jetzt im... Ach nee, das ist nur leichte Rüstung. Das ist ja schwere Rüstung. Das können wir gerne tragen. Geht das? Das ist noch besser. Wimper. Chance auf Einfrieren. Machen wir das doch. Sprichchen blieben. Da gab es kaum jemanden, mit dem neuen Eindruck. Eben nicht immer so. Ja, das stimmt. Es gibt halt nicht viele Menschen, mit denen man offen und ehrlich halt wirklich reden kann. Weil viele Menschen haben halt auch wirklich Vorurteile. Das erlebe ich ja auch immer. Oh, selbst in der eigenen Familie. Dann heißt es immer, man soll das Ganze nicht so ernst nehmen oder nicht so engstirnig und was weiß ich. Dann kommen halt auch immer so Sprüche, die dann halt einem eigentlich nicht großartig helfen. Wo du dir dann auch denkst, ja, warum rede ich eigentlich mit dir? So. Ist doch eigentlich egal. So. Aber wie gesagt, ich versuche in meinen Streams gute Laune zu verbreiten. An schlechten Tagen für Ablenkung zu sorgen. An guten Tagen für noch mehr gute Laune zu sorgen. Euch mit meiner Unfähigkeit in den
in gewissen Spielen ein kleines Lächeln auf den Lippen zu zaubern und sofern es nötig ist, auch mal zuzuhören. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Und gerade bei kleineren Streamern ist das halt ganz gut. Da ist halt auch nicht so viel los, wie wenn man jetzt bei einem Gronkh oder bei sonst einem großen Streamer ist. Da gehen solche Sachen dann halt oft leicht unter. Auch wenn selbst die dann gerne über sowas reden würden. Aber die sind dann halt wirklich eher mit anderen Dingen beschäftigt als sowas. Da kann man sich dann halt nicht ganz so auf solche Sachen konzentrieren. Manche Streamer kriegen das ganz gut hin, bei manchen wiederum eher weniger. Manche wollen es dann, wie du ja vorhin geschrieben hast, halt auch gar nicht. Meine klar, es muss natürlich auch nicht komplett ein ganzes Stream lang darüber gehen, aber wenn man mal halt gerade Redebedarf hat, why not? Braucht man dann halt. Wenn man dann redet, dann ist es auch nötig. Lieber redet man und man hört einem zu, als das alles in sich reinzufressen, weil reinfressen ist das Schlechteste, was man tun kann. Ich spreche aus Erfahrung. Ich bin Meisterin darin, mir irgendwas in die Seele reinzufressen und nicht darüber zu reden. Selbst heute noch. Kommt nicht mehr oft vor, aber leider immer noch ab und an. Trotz, dass ich einige Menschen habe, mit denen ich wirklich offen und ehrlich darüber reden kann. So, schwimmen, Geralt, schwimmen. Und weh, es kommen Ertrunkene. Bisher sieht es gut aus. Vielleicht hätten wir uns einfach ein Boot nehmen sollen. Fällt mir jetzt einfach gerade mal so im Nachhinein ein. Wäre hier irgendwo in der Nähe eins gewesen? Okay, ja doch, da hinten wäre eins gewesen. Ja. Passt schon. Will ich heute rein? Ja, sowas ist halt wichtig. Und ich kann auch verstehen, dass du nicht gern in so überfüllte Streams gehst. Noch ist es hier ja auch wirklich sehr, sehr überschaubar. Ich glaube, das wird auch eine sehr, sehr lange Zeit noch so bleiben. Aber wie gesagt, ich mache das hier schon viel Spaß. Wo alles andere ist da Nebensache. Ich möchte einfach Menschen eine Freude machen. Und mir selber natürlich auch. Und endlich mal Spiele spielen, die ich sonst nicht spiele. Oder nie durchgespielt habe. Poach, was ist das? Das ist so Hexenkram. Nein, die Boote werden nicht ins Feuer geschmissen. Ach was, brauchst du mir nicht danken. Alles gut. Immer wieder gerne. So, ich hoffe, wir kommen jetzt auch bald mal an Land. Ich würde mir gerne noch was zu trinken eingießen. Wenn Geralt mir das hier erlaubt, während er seinen Freischwimmer macht. Kommst du unten, schätze ich? Nicht unbedingt. Die Schätze sind, wenn hier auf der Karte markiert. Wir sind nicht auf den Skellige-Inseln. Da findest du überall im Wasser Schätze. Warte mal. Da sieht das ungefähr noch so aus. Überall Schätze unter Wasser. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis wir das alles abgeklappert haben. Wenn ich das überhaupt alles abklapper. Das weiß ich noch nicht. Mir findest du so etwas. Ja, ach, die Schätze, die ich dann so finde, die sind mir relativ wumpe. Mir sind die Markierten, die sind mir ganz, ganz wichtig. Alles andere kann mir gestohlen bleiben. Und natürlich das, was in der Schatzsuche dann noch so mit drin ist. Mir fällt gerade ein, ich muss meinen Sekt von vorgestern noch austrinken. Sonst sind da wieder 3 Euro verschwendet.
Na, 4 Euro waren es, glaube ich. Also einmal Cola noch und danach muss ich den Sekt austrinken. Wie ich hier immer kalkuliere, was ich als nächstes trinke, damit ja nichts umkommt. Die Cola kann ich auch nur in den nächsten 2 Tagen trinken. Gleich. So. Wir stehen ja jetzt Gott sei Dank nicht unter Zeitdruck hier. Aber das mit den Fragezeichen auf dem Wasser kenne ich. Dann habe ich mir ein Boot geschnappt und habe mich von Schatz zu Schatz durchgekämpft. Hat zumindest Punkte, wir noch eine dürftige Glut. Ja, stimmt. Also so ähnlich werde ich es dann auch machen. Zumindest auf den Skellige-Inseln. Weil ich glaube, sonst werde ich verrückt, wenn ich da schwimmen müsste. Brenn. Selbst dieser Loot, den wir jetzt hier so finden, ist relativ dürftig. Nehme ihn natürlich trotzdem mit. Aber ja, ich werde es wahrscheinlich mal das meiste eh nicht brauchen. Zumindest so an Ausrüstung und ganze Kletterer-Datsch. Dann haben wir hier noch 3 Stück und dann sind wir auch schon fast da. Dann haben wir hier hinten noch eine ganze Menge. Da oben noch eine Ortschaft, in der wir gar nicht waren. Da noch eine Ortschaft, in der wir gar nicht waren. Hier unten waren wir auch noch nicht. Ein bisschen was ist noch. Ich würde, denke ich mal... Ja, was ist das hier? Temerien, ne? Naja, wählen. Wählen. Novigrad würde ich gerne. Beenden als erstes. Bevor wir danach, denke ich mal, nach Kaer hin wieder gehen, da alles fertig machen. Und zuletzt, denke ich, die Skellige Inseln. Und dann so langsam wieder Richtung Hauptquest. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel danach noch passiert. Es kann sein, dass es dann noch ewig lange weitergeht. Aber ich möchte hier nichts im Zufall überlassen. Wenn ich was übersehen sollte, dann ist es so. Wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich es. Den Hexenrücksetzer, komm an, darf ich mal rum. Es gibt eigentlich gar keinen großartigen Grund. Also ich habe ihn, ich glaube, bevor du tatsächlich hier mit dabei warst, habe ich ihn relativ oft eingesetzt sogar. Aber mittlerweile ja nicht mehr so. Ich kann dir aber gar keinen Grund genau nennen. Das ist irgendwie. Boah. Ja. Weiß nicht. Kein Verlangen danach, den einzusetzen, sofern er nicht für Quests oder Suchaufgaben verlangt wird. Weil ich eigentlich soweit immer ganz gut klar kam. Ganz am Anfang, wie gesagt, bin ich oft so durch die Gegend gelaufen. Aber nee. Vieles finde ich auch von ganz allein. Brauche ich dann das hier nicht. Ist der ernsthaft Bier mit? Gereicht. So. Das haben wir. Und eine neue Quest. Ganz toll. Bier haben wir nicht schon genug. Dann als nächstes dahin. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen was mit dem Boot.
The boat. Jeder andere würde seekrank werden. Warte mal. Gut, erstmal eine ganze Weile geradeaus. Da schwebt ein Ertrunkener. Da. Da ist ein Ertrunkener geschwommen. Ja, okay. Gut. Ich verstehe. Unbesiegbare Ziegen, schwebende Ertrunkene. Was kommt als nächstes? Plötze, die durch die Luft fliegt? Der hat ein Special Move. Den möchte ich aber nicht genau erkennen, diesen Special Move. Oder er hat Wingardium Leviosa geübt. Diesen Schwebespruch aus Harald Böttcher. Harry Potter. So. Jetzt setze ich ihn tatsächlich mal ein. Ja. Wo seid ihr? Da seid ihr. Da ist eine Kiste. So, wir sollten einmal ganz kurz nach oben wieder. Oh Mann. So, jetzt habe ich erst recht einen Ohrwurm. Da schwimmt jemand oben. Aber der ist noch gar nicht fett. Ich dachte, das Fett schwimmt doch angeblich immer oben. Ja. Ja, jetzt könntest du bitte wieder tauchen. Wir brauchen jetzt deine super... Nein, wir brauchen deine super Tauchkünste. Nein, ich habe doch damit nie angefangen. Niemals. Niemals nie. So. Das hätten wir. Spring ins Boot. Das ist die Melodie gesungen. Ganz unschuldig hoch. Na komm. Gerald, das Boot bitte in diese Richtung. Vorsichtig. Moda heute. Ich finde euch ekelhaft. Ich bin empfänglich für sowas. Sämtlich abschalten und ultimativ abzulenken. Ah, kenne ich. Kenne ich nur zu gut. Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Ja, Geralt. Sind wir bereit. Verdammt, bist du hässlich. Ja, Entschuldigung. Okay. So. Und nun hin. Da noch einmal hin. Geralt. Geralt ist zu fett geworden. Geralt passt da nicht durch.
Jetzt tut mir das. Jetzt hab ich nicht. Oh Mann. So. Schwer. Oh. So. Einmal reparieren. Geralt, legen Sie den Rückwärtsgang ein. Noch weiter kann ich nicht routen. Mein Arm wird schon lahm. So. Finger. Nicht arm. Slalom. Mein Ohren hat dieser Schild anfing, mit Maieli zu schreien. Ich weiß gar nicht, ich habe neulich, weil mit meinem Mod, also mit dem Kaya, spiele ich halt auch öfters mal privat. Und ich habe immer so ein Ohrwurm von so einem Kinderlied. Und das habe ich jetzt so oft, wenn wir gezockt haben, gesungen. Und jetzt hat er mir vor ein paar Tagen dann geschrieben, oder halt einige dieser Strophen geschrieben und meinte so, Alter, dank dir kriege ich dieses Kacklied nicht mehr aus dem Kopf. Ich so, oh. Gut, ne? Das hat er jetzt, so sehr im Kopf, hat er jetzt verinnerlicht. So. Dann wollen wir einmal zu unserem Auftragsziel. Ich befürchte, dass wir danach trotzdem 30 Kilometer weit wegschippern dürfen. Hallo, ihr Ertrunkenen. So, wir legen mal den Turbogang ein, dann geht's schneller. So, jetzt, Geralt, verlassen Sie das Boot. Danke. Ach Gottchen, hier waren wir ja lange nicht mehr. Ich erinnere mich jetzt, wäre es das gestern gewesen. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Vereins was zu essen kriegen. Ehrlich? Wie denn? Das ist schon krass, wenn 10 Leute das Lied schreiben und ich zähle, wie holt sich 5 Meiler von der Panne. Das glaube ich gerne. Ich glaube, da würde sogar ich die Kriege kriegen. Und ich feiere für gewöhnlich sowas. Hallo, Bruno! Ein Hexer? Und keinen Moment zu früh. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bella in den Bergen. Frauen aus Bella? Bella war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Na schön, ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Das nimmst du zurück. Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Der erschüttert sich. Also, wenn ich anfange zu singen, dann fallen die Vögel vom Baum. Also, ich kann tatsächlich nicht singen. Deswegen, belasse ich es beim Summen. Das ist nicht ganz so schädlich.
deswegen, also wenn sowas mal bei mir stattfinden sollen sollte, dann würde ich tatsächlich bei mir nicht drauf eingehen, weil das kann ich keinem antun. Betrunken hält mein Freund das aus, wenn ich singe. Aber so, ich würde gern singen können. Kann es aber leider nicht. Ich habe es leider nie lernen können. Beziehungsweise habe ich auch gar kein Gefühl dafür. Textsicher bin ich bei vielen Liedern, aber mit Textsicherheit bringe ich leider auch kein Konzert zustande. Dann doch lieber summen. Kriege ich ja noch halbwegs hin. War auch nicht schön, aber es schadet doch keinem. Ich nehme mir gerade schon wieder die Frage, wo wir nicht einfach mit Plötze losgeritten sind. Oh, Stufe 1 Wauzis. Gott, waren das Zeiten, wo wir noch von denen eins auf den Kopf gekriegt haben. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Hier hinten müssen wir hin. So schief kann das kaum sein. Ah, doch, hast du eine Ahnung. Ja, ich hab mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte nicht, dass das so hoch ist. Ich bin von ausgegangen, dass das vielleicht nur so ein paar Meterchen sind und nicht, dass ich da einmal so in die komplette Tiefe falle. Ernsthaft. Naja, man muss ja für seine Dummheit bestraft werden, ne? Man muss für seine Dummheit bestraft werden. Plötze. Ja, ich komme ja schon. Weißt du, wenn du es nicht schaffst, dann mache ich. Los, los! Ich weiß es nicht. Nee, du warst es nicht. Du konntest da nichts für. Das war allein mein Versagen. Aber wozu hat man ein Pferd? Weil ich wieder voll. Stimmt. Wobei so rapide weit unten war es ja zum Glück nicht. Plötze. Wird doch hier nicht. Hallo. Ha. So. Diesmal machen wir das gleich von hier. Doch mache ich. Nur Rüstung bearbeiten nicht. Tatsächlich. Wertschleifen tue ich. Das habe ich schon öfter getan. Was mit dem Rüstung bearbeiten tatsächlich überhaupt nicht. Man muss stark sein, um sowas zu tun. Monsterspuren. Mache ich aber tatsächlich häufig in Spielen nicht. Aber auch da brauchst du mich nicht fragen, warum. Ich kann es dir nicht sagen. Ich mache es in den seltensten Fällen. Das ist immer so nach Lust und Laune, würde ich sagen. Wenn ich Bock habe, mache ich es. Wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht. Aber wieso das so ist, kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten. Aber wie gesagt, Schwertschleifen tue ich. Wenn ich dran denke und es sehe und so weiter und so fort.
da geht's weiter. Ja, nee, den Schädel braucht. Bohren. Ich weiß nicht, du bist echt.